Ich habe sinngemäß gefragt, wie es kommt, dass die Mitschuld der Universität, die Schuld der Universität an dem Verfahren, an der Mitwirkung dieses Verfahrens, öffentlich, für mein Verständnis, ich war im Ausland, ich habe das also nur am Rand mitgefragt, wenig diskutiert worden ist. Es konzentrierte sich alles auf Frau Schawand, geradezu eine persönliche Schuldfrage daraus gemacht worden. Die Frage der Mitwirkung der Hochschule, die ja die Verantwortung für eine Promotion trägt, öffentlich kaum oder nicht diskutiert worden. Vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung, die ich habe aufgrund der Situation von außen, aber das ist eine, denke ich, wichtige Frage. Also wenn Sie die, ich habe mir die Kommentare mal zusammenstellen lassen, zu dem Verfahren, speziell bei Frau Schawan, dann ist doch von einigen Seiten immer wieder darauf hingewiesen worden, dass man das Verfahren hinterfragen soll und dass Frau Schawan ein ordentliches, anständiges Verfahren verdient hätte. Mhm. Herr Wolfrum, der Ihnen ja sicherlich bekannt ist, hat nochmal darauf hingewiesen, dass bei Promotionen ja ein Gutachter oder beziehungsweise zwei Gutachter ihr Votum abgeben für das Erteilen des Doktors und demzufolge müsste es beim Aberkennen ein gleiches solches Verfahren geben, dass also zwei Gutachten zur Verfügung stehen. Im Falle von Frau Schawan war es nur ein Gutachten. Und es steht ja auch fest, dass Frau Schawan wegen der Verfahrensfehler klagen will. Es geht ihr nicht so sehr um die inhaltlichen Dinge, die sie ja offensichtlich schon dargelegt hat, schriftlich und der Kommission zur Verfügung gestellt hat, sondern sie wird gegen das Verfahren klagen. Und das ist diskutiert worden, nur muss man auch davon ausgehen, die öffentliche Diskussion wird durch die Fragen der Journalisten bestimmt. Wenn Sie vielleicht direkt da in Anschluss haben. Es geht ja um die Mitschuld der Universität. Das ist jetzt ein bisschen oder Mitverantwortung, sagen wir oder Mitverantwortung der Universität. Das ist natürlich eine etwas schwierige Frage, weil eine Universität alles Mögliche ist. Letztlich ist natürlich derjenige zuständig, der die Doktorarbeit annimmt. Und das wird der Promotionsausschuss gewesen sein. Der wird wahrscheinlich zurückgreifen auf die Gutachten. Also letztlich haben die Gutachter versagt, wenn da was gewesen ist, was sie nicht gemerkt haben. Nun muss man aber auch wieder die Gutachter etwas in Schutz nehmen. Die Möglichkeiten, heute Plagiate aufzufinden, sind damals noch nicht gegeben gewesen. Also man hätte jetzt, ich kann das jetzt nicht im Detail nachprüfen, aber man hätte sich sehr gut in der Sekundärliteratur auskennen müssen, um herauszufinden, dass da plagiiert worden ist. Heute ist natürlich vieles im Internet und es gibt also auch Software, die das unterstützt, natürlich nicht hundertprozentig sicher ist. Also ist die Möglichkeit heutzutage Plagiate aufzufinden größer als früher. Sodass ich jetzt nicht weiß, wie war das Betreuungsverhältnis, ist da teilweise oberflächlich gearbeitet worden. Aber Sie haben schon recht, eigentlich müsste man die Gutachter auch nochmal befragen, wie denn das passieren konnte, dass das übersehen worden ist. Normalerweise muss ja der Betreuer da schon aktiv werden und eine Doktorandin darauf hinweisen. Also so geht das nicht in dieser Arbeitsweise. Ja. Aber, ist das aus Ihrer Sicht? Aber das, man muss also ganz klar immer wieder dazu sagen, Doktorarbeiten sind eine relativ spezielle Sache. Also am Ende weiß eigentlich nur der Doktorand richtig Bescheid, weil das ja eine sehr stark spezialisierte Fragestellung ist, die er bearbeitet. Und da kann es schon sein, dass selbst also ein gut informierter Gutachter da was übersieht. Sie können auch gerne unternehmen, bitte. Ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es völlig belanglos ist, was der Gegenstand einer Arbeit ist, wenn ich sie nach der Form und den wissenschaftlichen Prinzipien bewerte. Ich muss da von der Sache gar nichts wissen. Ja, auch früher in den 80er Jahren, worauf Sie anspielen, haben wir selbstverständlich auch stilistisch bei der Begutachtung einer Promotion oder im Gutachten zur Promotion darauf geachtet, ist das stilistisch überhaupt für den Autor möglich, was er da schreibt. Also wir haben, denke ich, nicht, wir haben nur andere Möglichkeiten gehabt, Plagiate aufzufinden. Ich glaube nicht, dass man sich zurückziehen kann und sagen, heute sei es leichter, früher war es schwieriger. Das ist gewiss nicht der Fall gewesen. Das glaube ich nicht. Wir haben so viele Promotionen zurückgewiesen oder in Stücken, zumal der Betreuer einer Promotion, der immer, jedenfalls so war es an der Universität Freiburg, wo ich zu dem Zeitpunkt war, in Breisgau, dass wir vierteljährlich oder halbjährlich
Teile der Promotion bekamen. Nicht die fertige Promotion, sondern Teile. Und der Doktorand vielleicht zweimal im Jahr über den Stand seiner Arbeiten noch referierte. Also auch dort hatten sie schon ein gewisses Bild von der Situation. Es war ihnen nicht fremd, wenn die Arbeit kam. Also ich glaube, hier muss man wirklich unterscheiden in den Fächerkulturen. Ich würde nie unterschreiben, was Sie eben gesagt haben, dass ich Gutachter sein kann bei einer naturwissenschaftlichen Promotion, wo ich nur nach Stilistik und nach Form gehe. Sondern da ist es ganz wesentlich, dass man den Erkenntnisfortschritt bewerten kann. Und das können Sie letzten Endes nur dann, wenn Sie wirklich selbst dort forschen und auf dem Stand der Forschung sind. Und bei den geisteswissenschaftlichen Promotionen ist das offensichtlich eine etwas andere Herangehensweise. Das habe ich im Wissenschaftsrat gelernt, als wir über die Habilitation damals gesprochen haben. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich glaube, kaum ein Gutachter nur nach stilistischen Dingen das beurteilt, sondern dass doch sehr viel auch gerade im Betreuungsverhältnis von der eigenen Anschauung dort mit verarbeitet wird. Ja, auch bei geisteswissenschaftlichen Promotionen. Wie der Betreuungsaufwand ist, das hängt sehr von den Universitäten ab. Ich kann es jetzt einschätzen für Naturwissenschaft und Technik, weil ich das im Wissenschaftsrat mal mit begutachtet habe, speziell für die Physik und dann auch für die Betriebswirtschaft. Und da ist ein sehr enges Betreuungsverhältnis bei Promotionen gegeben, weil ja auch gerade auf diesem Gebiet sie nicht mehr einsam im Elfenbeinturm zu neuen Erkenntnissen kommen, sondern dass meist ein Team erarbeitet wird, sie Messreihen aufstellen müssen, sie diskutieren müssen, wie mache ich das weiter, wie sieht das aus, so dass da man doch ständig über den Fortgang der Arbeiten informiert ist. Sie hatten die Frage gestellt, das wollte ich jetzt mal geben, nach dem Plagiatsjäger. Das klang bei Ihnen ja auch schon an. Wir beurteilen mit dem Internet Jahr 2013 etwas aus den 80er Jahren. Ja. Wenn Sie da vielleicht mal an diese Stelle. Ja, also worauf lässt sich das erklären? Oder wie lässt sich das erklären, dass Plagiatsjäger auch immer erfolgreicher werden? Gut, das ist eine Promotion, die 30 Jahre zurückliegt, über die hier gesprochen wird. Aber man kann ja auch das Beispiel zu Gutenberg nehmen, was nicht so weit zurückliegt und wo man schon viel eher auch die Möglichkeit hatte, dementsprechend vorzugehen. Also ich glaube, dass das Wort Plagiatsjäger drückt das ja schon aus, ja, dass sich das erst in den letzten Jahren oder ich sag mal in den letzten 2 Jahren so intensiv entwickelt. Großbritannien mal angefangen, ja. Die Software dafür liegt da. Kaum einer hinterfragt die Software, muss ich dazu sagen. Denn eigentlich geht es dann ja nur, wie oft werden bestimmte Worte gefunden. Das ist ein rein mechanistisches Vorgehen letzten Endes. Und ich glaube, ein Gutachter würde nie so mechanistisch vorgehen. Würde nie die Worte zählen oder irgendetwas, die da vorkommt. Sondern wenn ich Gutachter bin, auch gehe ich nach dem Sinn, nach der Logik, nach der Darstellungsweise. Und jeder Doktorand muss ja eine Erklärung abgeben. Eine Erklärung, dass er das selbstständig gemacht hat, ohne Zuhilfenahme von anderen Quellen, als die er angegeben hat. Und bei uns in letzter Zeit auch ohne Zuhilfenahme von bezahlten Beratern. Und seit wann ist das? Das ist an der Technischen Universität in Ilmenau seit eh und je. Ja. Ich habe jetzt die Promotionsordnung von 2011 extra nochmal mitgebracht und kann Ihnen auch dieses hier vorlesen, die Erklärung, die Sie unterschreiben müssen. Mhm. Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet. Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben wir die nachstehend aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise entgeltlich, unentgeltlich geholfen. Weitere Personen waren an der inhaltlich-materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht beteiligt.
Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten, Promotionsberater oder andere Personen in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. Die Arbeit wurde bisher weder im Ausland noch in gleicher oder ähnlicher Form einer Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Unrichtigkeit der vorstehenden Erklärung als Täuschungsversuch bewertet wird und gemäß § 7 Absatz 10 der Promotionsordnung den Abbruch des Promotionsverfahrens zur Folge hat. Und es sind ebenfalls bei der Aberkennung der Promotion wird auf diese Erklärung hier Bezug genommen. Wer also gegen diese Erklärung verstoßen hat, dem kann der Titel entzogen werden. Das ist in der Promotionsordnung festgelegt. Mhm. Und demzufolge möchte ich mal die Gutachter ein wenig entlasten. Mhm. Es ist natürlich schwierig zu sagen, das ist jetzt ein Zitat aus der und der Quelle und das ist jetzt, sagen wir, aus anderen Quellen entnommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Geisteswissenschaften jeder alle Zitate im Kopf hat, die er mal in Büchern gelesen hat. Aber der Promovent ist verpflichtet, diese Zitate anzugeben. Ja. Und wenn ihm hinterher nachgewiesen wird, dass er das nicht entsprechend der Ordnung durchgeführt hat, kann ihm der Titel aberkannt werden. Und wenn Sie so nehmen, ist bei Frau Schawan eben im Moment dieser Fall, ich weiß nicht, ob der in der Promotionsordnung der Universität, an der sie promoviert hat, in der gleichen Weise festgelegt ist. Das hängt ja nun wieder mit der Länderzuständigkeit der einzelnen, mit der Zuständigkeit der Länder für die Hochschulen zusammen. Aber das ist so ein Fall für mich, der in Rahmenordnung gehört. Leider haben wir das Hochschulrahmengesetz abgeschafft. In eine Rahmenordnung für alle Hochschulen, damit sich alle danach halten können. Ich glaube, so etwas fehlt im Moment. Das wäre etwas, wo man drüber diskutieren sollte, nach diesen Vorfällen, die ja jetzt an verschiedenen Universitäten waren. Richtig. Und wo alle Universitäten ja doch zu einem Aberkennungsverfahren gekommen sind, bei Koch-Merin, bei Gutenberg, jetzt bei Frau Schawan. Wie bitte? Matthiopoulos. Ja, Matthiopoulos. Es zeigt sich natürlich auch, dass Politiker da im Moment im Fokus stehen. Ich bin gespannt, wann man diesen Fokus, sagen wir, auf andere erweitert. Vielleicht auf Professoren oder auf Manager in der Wirtschaft. Und darauf warte ich jetzt. Okay. Eine Eigenständigkeitserklärung macht man ja auch bei anderen wissenschaftlichen Arbeiten, bei der Bachelorarbeit, bei der Masterarbeit. Wir verlangen das in der Schule schon bei Seminarfacharbeiten. Und auch wir wissen, wenn wir nicht kontrollieren, wenn wir nicht bestimmte Bausteine, die uns vielleicht ein bisschen eigenartig vorkommen, eingeben, das fängt schon in der Schule an, dass wir sowas überprüfen müssen, weil wir da schon die ersten Verstöße haben. Also, dass sich das dann fortsetzt, damit muss man rechnen. Und heutzutage hat man auch viel leichter die Möglichkeit, das zu überprüfen. Ja, jetzt durch die Programme. Ja, deswegen sage ich, deswegen aber vor 30 Jahren. Ja, aber wie gesagt, das passiert ja jetzt auch noch. Aber das ist nicht die Gefahr, das, was Sie gerade gesagt haben, die Sache, das Ganze relativiert. In jedem der deutschen Hochschulgesetze steht sinngemäß genau dasselbe, auf dem dann die Promotionsordnungen beruhen. Ich kenne kein Land, das es auch in den letzten 20 oder 30 Jahren anders gewesen wäre. Das Hochschulrahmengesetz würde da keine Veränderungen materiell bringen. Also das ist nicht zu erkennen für mich. Und wir laufen immer sofort Gefahr, dass wir das relativieren. Früher, heute und so weiter, das alles meiner Ansicht nach historisch nicht stimmt. Ich möchte nochmal auf was zurückkommen, was Frau Schipanski auch gesagt hat, was ich für wichtig halte. Sie waren von der Form ausgegangen. Sie haben gesagt, natürlich muss der Gutachter, der betreuende Professor, inhaltlichen entsprechenden Kenntnisstand haben und mitbringen. Das gilt natürlich auch für die Geisteswissenschaften. Ja. Davon gehe ich einfach mal aus. Und natürlich ist hier eine Verantwortung für die Universität da, unabhängig davon, wenn ich jemanden habe, der betrügen will, dann macht er das und dann muss er natürlich auch die Konsequenzen daraus ziehen. Also die Sekundärverantwortung liegt bei mir nur bei der Universität. Die primäre Verantwortung ist natürlich immer bei demjenigen, der betrügt oder dem Betrug nachgewiesen werden kann letzten Endes. Professor Tiefen, Sie hatten vorab schon mal auch auf praktisch einen neuen Aspekt hingewiesen, dass der Druck auch auf die Fakultäten größer geworden ist, möglichst viele Doktoranden, ich sag jetzt mal, durchzuschleusen. Ja, das kann natürlich jetzt, muss nicht unbedingt ein aktuelles Problem sein. Das kann früher auch schon gegeben sein, dass
natürlich sowohl einzelne Professoren als auch Fakultäten, auch Universitäten, ihre Qualität quantitativ nachweisen müssen. Okay. Das sind ja die meisten Kriterien. Wie viele Studierende haben Sie, werden die rechtzeitig fertig? Wie viele Promotionen werden bei Ihnen fertig? Wie viele Artikel haben Sie geschrieben, etc.? Okay. Das sind ja alles quantitative Kriterien. Wahrscheinlich geht es nicht anders, aber man muss immer im Hinterkopf haben, dass Quantität oft dann auf Kosten der Qualität geht, wenn da nicht sehr genau aufgepasst wird. Also wenn ich von einem Doktoranden verlange, weil das Stipendienprogramm ihm also da eine sehr begrenzte Zeit vorschreibt, dass er in einer bestimmten Zeit seine Arbeit fertig haben muss, mit anschließendem Rigorosum auch noch, denn sonst steht er ja in der Phase zwischen Abgabe der Arbeit und mündlicher Prüfung irgendwo auf der Straße herum, dann ist natürlich ein enormer Zeitdruck und das könnte bei bestimmten Leuten natürlich dazu führen, dass sie sagen, so, jetzt mach's mir einfach. Und was Sie sagen, stimmt genau, das geht schon bei den Studierenden los, dass die, wenn die also jetzt, weiß ich was, 5 Hausarbeiten in der Pipeline haben, versuchen dann mit irgendwelchen Tricks die Dinger möglichst schnell fertig zu kriegen. Nun war ja Ihre Frage, auf die würde ich gerne nochmal eingehen, warum ist das jetzt inzwischen sozusagen schneller der Fall, dass solche Plagiate aufgedeckt werden? Wir haben im IT-Ausschuss, also der sich mit Informationstechnik beschäftigt, in der Universität lange überlegt, was wir mit diesen Plagiatsoftwares machen. Es gibt ja mehrere, die sehr unterschiedlich arbeiten. Okay. Ja. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, ist jede Software störanfällig. Das kann man schlicht und einfach testen. Wir haben die also alle durchgetestet, ob die was finden. Man kann ja was ins Internet stellen und dann mal die Maschine suchen lassen. Und da muss man schon sagen, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Dann ist Elektronik immer dumm, die kann man austricksen. Das kriegt ein pfiffiger Student schon hin, dass er da bestimmte Tricks anwendet, die ich Ihnen jetzt nicht hier erklären werde, weil die sonst vielleicht in der Zeitung stehen, aber das funktioniert. Die stehen im Internet bestimmt drin. Und man muss also immer sagen, diese Plagiatsoftware ist in der Lage, das, was elektronisch entweder im Netz oder es gibt auch Plagiatsoftware, die von Firmen verwendet werden, die diese Arbeiten einsammeln und sozusagen archivieren und dann noch ihr Archiv gleichzeitig durchsuchen. Da ist der Pool natürlich dann wieder etwas größer. Allerdings haben die Arbeiten dann. Ob das immer so schön ist, weiß man auch nicht. Gut, also es hat alles Vor- und Nachteile. Das heißt also, wenn die Software Alarm schlägt, dann muss auf jeden Fall immer noch der entsprechende Betreuer oder derjenige, der die Note gibt, muss dann nochmal nachschauen, ob dieser Alarm gerechtfertigt ist. Denn, und jetzt kommt nämlich das Problem bei den Geisteswissenschaften, es gibt natürlich auch Standarderkenntnisse, die an mindestens 15 Stellen zitiert sind, aber die man einfach weiß. Weiß ich was, wann Immanuel Kant geboren ist. Mhm. Das muss ich ja nicht extra nachweisen, wenn jemand sagt, woher wissen Sie denn das? Ja, es steht in jedem Lexikon. Und die Software schlägt natürlich dann Alarm, wenn der Satz an dieser Stelle kommt, weil zumindest 10... das heißt, ich muss das erst mal eigens überprüfen, aber der Vorteil ist natürlich inzwischen, dass immer mehr Bücher auch im Internet stehen. Da gibt es ja Programme, die diese Bücher einlesen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass man also einen Text, der sonst nur im Druck vorhanden gewesen wäre und den man hätte eigens suchen müssen, dass man den plötzlich im Internet findet, der steigt also ständig. Und das ist natürlich für die Leute, die also Plagiate suchen, dann eine Vereinfachung. Sonst muss man sich ja durch Berge von Büchern graben und gucken, ob der nicht da irgendwo einen Absatz abgeschrieben hat. Mhm. Nicht, wenn man nicht die Literatur sehr gut kennt. Und dann ist noch einmal ein Punkt, das war gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, die Fachkulturen sind da wirklich unterschiedlich. Also an welcher Stelle darf ich im Grunde genommen auf andere Erkenntnisse als allgemein bekannt zurückgreifen, ohne dass das jetzt ein Plagiat ist? Oder wo fange ich jetzt wirklich an, mich auf der Erkenntnis eines anderen auszuruhen und sie in unzulässiger Weise einfach als eine eigene auszugeben? Da ist die Sache noch nicht so eindeutig, wie das manchmal erscheint. Nicht? Also das ist dann wirklich ein Punkt, wo dann die Gutachter, und da wäre ich auch dafür, dass es dann 2 sind in diesem Falle, wo die das einschätzen müssen, ist das noch sozusagen im Rahmen des Möglichen, ist das Schluderei gewesen? Die hat zwar das Werk zitiert, aber hat nicht deutlich gemacht, dass eigentlich dieser Absatz mindestens 3 Sätze enthält, die wortwörtlich da so drin stehen. Kann man das noch akzeptieren, kann man es nicht akzeptieren? Das müssen dann die Gutachter und die einzelnen Fakultäten entscheiden. Da hilft wahrscheinlich irgendein übergeordnetes Gremium nicht viel weiter, was also über den Fachkulturen steht und sagt, so wie Zitate, also Plagiat.
So einfach ist es etwa. Ich entdecke da auch so die Frage, dass die kam mir auch schon mal. Wir reden noch einmal von aus den 80er Jahren und wir reden jetzt über 30 Jahre. Vielleicht noch ein Punkt. Ja. Eins ist wichtig, also die Kriterien selber haben sich nicht geändert. Ja. Also das kann nicht sein, dass man also damals nicht einfach abschreibt, dass man damals abschreiben durfte. Aber es ist so eine Gerechtigkeitsfrage da drin. Ja. Ich meine, Sie werden auch noch wissen, früher, ich habe nicht promoviert, aber auch meine Magisterarbeit geschrieben. Da hast du manchmal 4 Wochen auch in der Fernlage auf ein Buch gewartet, dann hast du nachgedacht, dann wusstest du wieder nicht, mein Gott, nochmal, was war denn überhaupt? Das ist natürlich, also das ist die Frage, kann man mit den Maßstäben von heute das im Grunde eine Doktorarbeit von vor 30 Jahren beurteilen? Ich weiß nicht, ob das der Fakultätsrat getan hat. Ich gehe davon aus, dass dieser Fakultätsrat, der jetzt dieses Verfahren durchgeführt hat, einmal die heutigen Mittel zur Kenntnis genommen hat. Aber es ist ja so, dass diese Arbeit nochmal bewertet wurde, ob die Zitate, die in der Arbeit sind, wirklich auch zu den Schlussfolgerungen, zu den Ergebnissen geführt haben, in der angegebenen Weise oder nicht in der angegebenen Weise. Das muss ich mich jetzt auf das Urteil des Fakultätsrates verlassen. Oh, es ist ein Gutachter, ne? Genau. Es war ein Gutachter, aber der Fakultätsrat hat sich das ja offensichtlich auch angesehen und letzten Endes war es eine fast einstimmige Entscheidung. Trotzdem hat sie das Recht, dass sie noch nach meiner Meinung einen zweiten Gutachter auf ihre Arbeit schaut. Und ich gehe davon aus, dass wir heute wirklich uns nochmal zurückversetzen in die damalige Zeit. Das war, Ja, und es ist ja auch eine Schrift herausgekommen, gerade jetzt mit herausgegeben worden, die zur damaligen Zeit galt und da ist es eben, dass wörtliche Zitate in Anführungsstrichen und angegeben werden müssen. Insofern haben Sie recht, dass sich da nichts geändert hat, aber ich erinnere nur an den Skandal, der vor 10 Jahren bei der DFG war, als Biologen Messergebnisse gefälscht hatten. Ja. Da war ich im Senat der DFG und da wurde über dieses Verfahren gesprochen. Und da hat man sich unendlich viel Gedanken gemacht, wie man die Leute sozusagen bestrafen kann. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, wie man Studenten schützen kann, dass sie zu solchen Täuschungen verleitet werden, weil sie im Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und ich muss aber sagen, als Einziges hat mich kolossal gestört bei dieser Diskussion, dass keiner mal darauf eingegangen ist, dass man das nicht macht. Man hat sich immer nur überlegt, wie man es belangen kann, wenn es passiert ist. Für mich ist aber die Prävention viel wichtiger. Okay. Und das ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Dass man schon Schüler darauf hinweist, dass man eine ordentliche, ehrliche wissenschaftliche Arbeit durchzuführen hat, wie zitiert werden muss, wie man die Quellen heranzieht oder wie man eine ordentliche Messreihe aufstellt, dass man dort nicht verschweigt, wenn Messergebnisse anders gewesen sind und nur die herausnimmt, die man möchte und dass auch jede Messreihe eben noch einmal geprüft werden muss. Das sind Dinge, die meiner Meinung nach zur Selbstverständlichkeit des wissenschaftlichen Arbeitens gehören und die vernachlässigen wir im Moment auch bei unserer Diskussion. Da gehört also dazu, dass die Schüler dazu angehalten werden und natürlich auch die Studenten. Und da komme ich auf Sie zurück, da haben Sie natürlich recht. Wenn eine Fakultät oder eine Universität nur daran gemessen wird, wie viele Drittmittel da sind, wie viele Studenten, wie viele Doktoranden in einem bestimmten Zeitdurchlauf ihre Arbeit fertigstellen. Spielen Doktoranden wirklich eine Rolle? Natürlich spielen die eine große Rolle bei den Drittmitteln in Naturwissenschaft und Technik. Ich kriege gar keinen Mitarbeiter mehr, wenn ich nicht genügend Doktoranden produziere. Die gesamte Forschungsarbeit werden in großem Maße über Doktoranden abgewickelt. Und die werden auf einer halben Stelle bezahlt. Teilweise bekommen sie wirklich niedrige Stipendien. Die sind unter einem enormen Zeitdruck. Okay. Und trotzdem müssen sie den Maßstäben standhalten, eine gute wissenschaftliche Arbeit abzugeben. Und das ist kontraproduktiv. Also ich persönlich versuche schon die ganze Zeit dagegen anzugehen, dass man nur quantitativ bewertet wird als Universität, als Fakultät,
Aber es ist besonders schädlich für die jungen Promoventen. Ja. Wenn, nehmen Sie junge Frauen, die können keine Babyphase, die können nichts einlegen, die müssen innerhalb von 3 Jahren fertig werden und verdienen 1.000 Euro im Monat. Und dann gehen sie, ich sage mal, auf die freie Wildbahn und dann können sie wieder, kriegen sie die nächste Projektstelle für 3 Jahre oder wenn sie Glück haben, für 4 Jahre. Für 5 Jahre gibt es schon kaum noch. Das gesamte Hochschulsystem beruht auf Professorenstellen, auf sehr wenigen Assistentenstellen und alles andere sind Promoventen und sind Drittmittelstellen. Und die sind alle zeitlich begrenzt, sehr eng begrenzt und das wirkt sich natürlich auch im Laufe der Zeit auf die wissenschaftliche Qualität aus. Sie können es ja an der Notengebung sehen. Wenn Sie sich süddeutsche Universitäten einmal anschauen und schauen, wie viel Summa gibt es im Verfahren, also die höchste Wertung, so liegen Sie dort bei 2-3%. Gucken Sie sich norddeutsche Universitäten an, so kommen Sie dort auf 30-40% für dasselbe Ort. Nicht also in den großen Relationen. Haben Sie auch die Erfahrung gemacht? Das kann ich nicht bestätigen, also, weil ich habe mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Ich habe mich aber auseinandergesetzt mit dem, was ich eben gesagt habe, dass diese Drittmittelstellen, die nur 3 Jahre sind, für die persönliche Entwicklung der Doktoranden und auch der Diplom-Ingenieure und der anderen Absolventen, dass so die wirklich sehr, sehr schwierig Prekariat. Sind. Kann man das sagen? Ja, wir haben ein Akademisches, das ist so, ganz klar. Und da kann ich vielleicht den Kreis schließen zu Frau Schawan, die ja sehr positiv bewertet worden ist, dass sie so viel Geld in das Wissenschaftssystem gebracht hat. Muss man bedenken, das Geld ist in das Wissenschaftssystem gekommen. Das haben die Helmholtz-Zentren bekommen, die ja zu 90% vom Bund bezahlt werden. An die Hochschulen kann aufgrund des Kooperationsverbotes es nur was über den Hochschulpakt 2020 gekommen. Ansonsten fließt alles über Drittmittel. Und Drittmittel sind wieder 3 Jahre begrenzte Stellen und sind unter einem enormen Erfolgsdruck. Denn sie bekommen nur einen bestimmten Vertrag, wenn sie sozusagen sagen, was sie liefern wollen. Und das wird dann bewertet, ob sie das geliefert haben oder nicht geliefert haben. Also sind auch die Doktoranden unter diesem Erfolgsdruck. Das ist eine Frage, wohin sich unser System entwickelt. Darüber werden wir wesentlich mehr diskutieren müssen. Ich meine, diese Plagiatsvorwürfe jetzt, die bringen so etwas nach oben. Ja. Man merkt, dass da was nicht stimmt. Und dann muss man sich überlegen, warum stimmt es nicht. Und da wäre das wirklich einer der Gründe, die wir mit berücksichtigen müssen, dass wir von diesen Projektstellen wegkommen. Was sehen Sie denn für einen Ausweg aus dieser Misere? Dass ich wirklich Freiheit von Forschung und Lehre habe. Dass es also vielleicht auch Leute an den Universitäten gibt, die von dem, was sie an grundständigen Haushaltsmitteln bekommen, 2 ordentliche Mitarbeiterstellen haben, die ohne Zeitdruck forschen können. Also eine Budgetierung, mit der man dann eine Budgetierung, mit der man frei arbeiten kann. Oder die Doktoranden sind auf einer Stelle. Das war früher sehr viel häufiger der Fall, als es heute ist. Nicht? Also war auch bei uns in der DDR auf normalen Stellen und nicht dieser enorme Druck, dass man innerhalb von 3 Jahren fertig sein muss. Frau Schawan hatte auch eine normale Stelle. Aber wir wollen jetzt hier nur eine Schawan-Diskussion. Aber wieso? Wir müssen doch auch innerhalb von 3 Jahren fertig sein. Wie bitte? Wir mussten doch auch innerhalb von 3 Jahren fertig sein. Also wenn Sie Forschungsstudent waren. Ja. Ich war auf einer normalen Stelle. Ach so, ich war Forschungsstudent. Ja. Hab auch und ich fand das System der Forschungsstudenten damals schon nicht in Ordnung. Er hat geklappt. Mein Doktorvater hat zwar gesagt, du alles mit deinem Kind kriegen, aber bitte. Ist aber auch machbar. Es ist einfach eine Sicherheit da. Es ist einfach eine Sicherheit da, dass man arbeiten kann, man hat eine zeitliche Abfolge, man kann sich das organisieren. Also ich denke mal schon, dass das ein günstiger ist. Gibt es denn Vorbild andere Länder, wo das Wissenschaftssystem anders organisiert ist, wo man sich vielleicht dran orientieren kann, wie beim Bildungswesen Finnland immer wieder so als Beispiel herangezogen wird? Ich habe wieder einen sehr interessanten Artikel. Was bedeutet ein Doktortitel in anderen Ländern? Kann man sich sogar kaufen? Das ist auch die Frage, ja stimmt. Das ist ja auch eine Frage, die jetzt mit hochgeschwappt ist bei der Diskussion. Braucht man den Doktortitel zur Reputation? Wie wichtig ist das? Was spielt das für eine Rolle? Deshalb ist es vielleicht so inflationär geworden. Ja. Dazu würde ich vielleicht mal sagen, ein Doktortitel oder die Qualifikation zum Doktor beinhaltet ja auch,
dass sie sich wissenschaftlich weiterentwickeln, dass sie also ihre analytischen Fähigkeiten stärken, dass sie einen größeren Weitblick bekommen über das Fachgebiet, dass sie nicht nur eng begrenzt tätig sind. Und insofern finde ich die Promotion nach wie vor ganz wesentlich, wenn sie den wissenschaftlichen Fortschritt voranbringen wollen. Dann brauchen sie solch gut ausgebildete junge Wissenschaftler. Das heißt also, für mich ist die Promotion eines der unabdingbaren Voraussetzungen, um das Gesamtsystem in der Wissenschaft voranzubringen. Deshalb würde ich es nicht so negativ belegen. Und ich will mal sagen, die Mehrzahl der Promoventen arbeitet unwahrscheinlich viel, arbeitet sehr intensiv. Die haben kaum ein Wochenende, die arbeiten nachts, die sind rund um die Uhr verfügbar. Sie sind auch aufgrund der modernen technischen Gegebenheiten, sage ich jetzt bei Naturwissenschaft und Technik, ja mit riesengroßen Datenmengen konfrontiert. Dort hat sich das ganze wissenschaftliche Arbeiten auch total verändert. Ich nehme an, auch bei den Geisteswissenschaften durch die neuen Recherchemöglichkeiten. Klar. Ich möchte einfach sagen, dass sehr, sehr viele junge Leute exzellent arbeiten, alles das einhalten, was wir von ihnen fordern. Und wir diskutieren jetzt, sage ich mal, über ein paar herausfallende Ausnahmeerscheinungen. Und wir sollten uns hüten, die Ausnahmeerscheinungen zur Regel zu machen. Deswegen sitzen wir aber auch hier, um zu sagen, wir reden nicht nur über Schawan, sondern wir über das System als solches. Was Sie eben gemacht haben, war natürlich völlig richtig. Lass uns mal über das System reden. Ne? Also nicht nur über diese 4, 5 Politiker. Der Eumann ist ja jetzt auch noch mit dabei. Das wird ja wahrscheinlich noch Wer ist mit dabei? Der Herr Eumann, das ist der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ne? Ja, man sucht sich natürlich immer Leute raus, die auch relativ nah an diesen Thematik. Kann man sagen, ich bin auch angeschrieben worden, schicken Sie uns Ihre Doktorarbeit und wir gucken nach, ob Sie sozusagen nach erhobenen Hauptes Ihren Doktortitel tragen können. Das Gleiche hat man Forscherau angeschrieben und da habe ich zurückgeschrieben, heutzutage gibt es Fernleihe, besorgen Sie sich die Arbeit. Von wer hat Sie angeschrieben? Das war irgend so eine Agentur. Agentur? Ja, das sind Agenturen. Da sind wir wieder bei den Jägern, ne? Ja, schon, nachdem die neue Ministerin. Ich habe mich damals so geärgert, dass ich das gelöscht habe. Spekuliert, wann wird man ihre Arbeit. Das sollte man eigentlich mal sich verwarnen, damit man das auch. Nee, aber ich habe da mit Forscher darüber gesprochen, der sagt, ja, das war genau das Gleiche. Und er hat auch gesagt, meine Arbeit steht im Netz und in der Fernleihe, dann holen sie sich. Ja, bei Naturwissenschaftlern ist das, glaube ich, auch nicht ganz so schwierig. Deswegen hat Frau Merkel auch sofort seine Naturwissenschaftlerin als Nachfolgerin geholt. Naja, man muss vielleicht Folgendes sagen, das System hat noch einen Haken, jetzt wenn es speziell um die Plagiatsfälle geht. Es gibt ja momentan offensichtlich nur die Variante, entweder der Doktortitel wird weiterhin zuerkannt oder wird abgesprochen. Genau. Das ist also Kopf ab oder Kopf drauf. Ne? Und das ist natürlich eigentlich unangemessen. Man kann ja zum Beispiel sich vorstellen, dass man eben aufgrund dann einer solchen späteren Nachbewertung feststellt, also die Arbeit ist zu hoch bewertet worden. Da wird sie eben herabgestuft. Das kann schon für manche ein Problem geben, denn wenn sie dann in die Universitätslaufbahn wollen, müssen sie ein bestimmtes Prädikat erreicht haben. Da können sie nicht mit einer Arbeit kommen, die so Rite durchgegangen ist, also sagen wir mal mit 4, ne, sondern da müssen sie schon also mindestens Magna haben, das ist also 2,5. Das ist also das Maximalste, was sie da erreichen müssen, um sich weiter habilitieren zu können. Sonst nimmt sie kein Habilitationsverfahren. Summa ist das. Bei Juniorprofessuren geht das viel einfacher. Aber es gibt natürlich, es wäre wahrscheinlich zu überlegen, und das ist natürlich jetzt eigentlich eine Sache, die muss jetzt vom politischen Rahmen her erfolgen. Wie sehen jetzt konkret die Sanktionsmöglichkeiten aus für die Fälle, wo sich also nachträglich dann eben eine Neubewertung dieser Arbeit ergibt? Da ist meiner Ansicht nach noch so gut wie gar nichts da, nicht so, dass die einzelnen Fakultäten da sich in einer, sage ich mal, juristischen Grauzone befinden. Sollen sie eine Rüge erteilen oder sollen sie verlangen, dass eine korrigierte Fassung ins Internet gestellt wird, wo immer gesagt wird, also hier sind jetzt aber die Zitate vernünftig drin, das, was da gedruckt worden ist, das ist etwas daneben oder so. Also man müsste jetzt wirklich mal ein bisschen sich Gedanken machen, wie das im Einzelnen dann aussehen kann, damit es eben nicht zu diesen Extrementscheidungen kommt, die ja tatsächlich dann auch eine ganze ganzes Lebenswerk vernichten können. Gibt's auch Verjährung? Wo man sagt, es kann ja wirklich sein, dass man da ist, also ich
kenne den Fall Schawan jetzt nicht gut genug, aber wenn man sich überlegt, das war damals der Hochschulabschluss. Also heute machen die vorher einen Bachelor, dann machen sie den Magister, dann machen sie ihren Doktor. Hat sie sofort den Doktor, ne? Das heißt, die ist von null, die ist nach dem Abitur promoviert worden. Dann würde man, also ohne jetzt der Universität, ohne der Universität jetzt dort etwas zu nahe zu treten. Sie hat keinen Abschluss mehr. Sie hat, ist Abiturientin. Sie hat kein Diplom oder Magister oder sowas gehabt. Na, okay, das ist bei mir präsent. Ja. Hätte ich natürlich den vorsichtigen Verdacht, ohne jetzt der Universität da vor Ort zu nahe zu treten, dass die möglicherweise also an den Promotionsabschluss nicht das Niveau und die Forderungen gestellt haben, die man normalerweise an einen solchen Abschluss stellen würde. Ich will ja jetzt nicht bestimmten Fächerkulturen zu nahe treten, die ja auch sehr reichhaltig Doktortitel vergeben, wo man sich auch sagt, naja, also das wird in unserem Bereich wahrscheinlich eine gute Magisterarbeit sein, okay, wenn es da rausgekommen ist. Ja, aber die Diskussion lassen. Ich will das also nur anmerken. Aber nochmal zurück zu der zu dem tatsächlichen Problem. Also wenn jetzt mal festgestellt worden ist, die Arbeit müsste jetzt eigentlich neu bewertet werden, ist da wirklich die einzige Möglichkeit, dass man sagt, man weist sie zurück und damit ist also praktisch der Doktortitel abgesprochen? Oder gibt es da noch was dazwischen? Und da ist momentan nichts klar geregelt. Also ich glaube, dass es richtig ist, dass man sich die Qualitätskriterien neu überlegen muss. Aber mir wäre sehr daran gelegen, dass das jetzt nicht von der Politik kommt, sondern dass es aus der Wissenschaft herauskommt. Herauskommt, also dann gesagt wird, das ist eine Rüge, der Titel kann beibehalten werden. Rüge beinhaltet aber im akademischen Leben dann Folgendes, das müsste ja auch mit dazu definiert werden. Aber mir wäre es eigentlich jetzt für die Zukunft, denn das ist jetzt alles rückwärtsgewandt, was wir da jetzt diskutieren, für die Zukunft wäre es für mich ganz wichtig, dass aus der Wissenschaft heraus eigenständig Qualitätskriterien erarbeitet werden, die einmal diese ethischen Maßstäbe wesentlich stärker formulieren, dass man nicht einfach so drüber hinweggehen kann, wenn ich so eine Erklärung unterschrieben habe, sondern dass, wenn ich so eine Erklärung unterschrieben habe und es wird mir nachgewiesen, dass ich dem eben nicht entspreche, dann bin ich schon der Auffassung, dann muss es aberkannt werden. Aber ich würde das von jetzt ab dann machen, wo man die ganzen Software kennt, wie man Plagiate besser nachweisen kann. Da muss man sich eine Zeitregelung überlegen. Okay, aber die Wissenschaft, das geht doch in diese Verjährungsdebatte rein, dass man nicht sagt, du kannst bitte mal stehen von heute die verjüngern. Ne? Ist gefragt, auch bei naturwissenschaftlichen Arbeiten, Herr Zöllner hat das in die Diskussion gebracht und dem stimme ich voll zu, zu schauen, ist noch mal eine zweite Messreihe gemacht worden, wird die da auch mit angegeben. Und werden alle Ergebnisse dargestellt oder nur ausgewählte Ergebnisse? Das bedarf einer Diskussion für die Zukunft, damit die Arbeiten besser qualitätsgesichert sind. Ich wollte noch eine Ergänzung machen, Herr Liebensitz. Ich habe gehört, Herr Rau, Sie hatten einen Beitrag in der Zeitung, den ich nicht gelesen habe, sinngemäß, ob man nicht auch vergeben könne nach so langer Verjährungsfall, Zeit. Verjährungsfall, das war genau. Und so weiter, ja. Also ein Mörder ist nach, Mörder ist das Einzige, aber ein Totschläger ist nach 30 Jahren zum Beispiel nicht mehr zu belangen. Ne? Und Herr Thiem, die Frage in dem Zusammenhang, hier wird das Verwaltungsrecht kommt allein zum Tragen. Das Verwaltungsrecht kennt diese Begrifflichkeit ja gar nicht. Ja, ist entweder sind es Plagiate oder sind keine. Und wenn sind, ist es die Berechtigung erloschen. Ja, da gibt es nichts zu vergeben, das ist alles stammt aus dem Strafrecht, was Sie dort unterlegen, auch mit Rüge und so weiter. Das ist nicht Maßstab und insofern glaube ich auch, darf man prophezeien, Frau Schawan hat nicht die geringste Chance im Verfahren. Es sind, glaube ich, 95% aller Fälle verwaltungsrechtlich scheitern in diesem Bereich. Das stimmt, das ist der einseitige Was Sie diskutieren können, ist, will ich, dass die Erklärung und alles, was damit zusammenhängt, strafrechtlich anders bemessen. Dann kommt man vielleicht auch zu Ihrem Urteil zu sagen, nach so langer Zeit könnte man ja nun wirklich und so weiter. Also die Regeln, die Sie sagen, die man aufstellt, da könnte man auch sagen, nach 20 Jahren oder 10 Jahren Schluss. Wenn die DFG vor 10 Jahren neue Regeln aufgestellt hat, damals im Zusammenhang mit den Biologiefälschungen, so müsste das jetzt auch wieder weiterentwickelt werden. Aber dann eben nicht allein von der DFG, sondern von der Hochschulrektorenkonferenz. Aber Frau Schimpan, wir verwenden doch in den Hochschulen
ich kann es nicht sagen, aber mindestens 1% von dem Ganzen schon für Qualitätssicherung. Wir haben mittlerweile, in Bezug auf früher jetzt, ganze Abteilungen, die nichts anderes machen als evaluieren, Qualitätssicherung betreiben. Da sitzen x Leute, jedenfalls in Berlin, die kamen dauernd in die Vorlesung rein und machten Notizen und Aufzeichnungen und so weiter. Also das heißt, ich will sagen, die Hochschule arbeitet zumindest doch daran, neue qualitätssichernde Standards zu erarbeiten. Und ja, das in Erfurt, denke ich, weiß ich, das weiß auch. Für Bachelor und Master. Ja. Also, jetzt geht es ja um die Promotion. Mhm. Aber der Bologna-Prozess sind ja auch die Promotion die vor. Graduierten. Ja, mit vor. Ja. Ja. Ich muss Sie etwas korrigieren, glaube ich. Also ich bin kein Jurist, sage ich gleich dazu. Aber diese Sache mit diesen Plagiaten hat ja im Grunde genommen zwei Teile. Das, der eine ist die objektive Feststellung, dass nicht genau genug gearbeitet worden ist. Ne? Und um diesen Teil geht es mir jetzt. Eine Täuschung, direkte Täuschungsabsicht dahinter zu vermuten, ist ja wieder noch die andere Seite. Das würde dann sozusagen den juristischen Punkt treffen. Nein, das Verwaltungsrecht macht dann. Ja, zunächst mal muss ja die Arbeit als solche bewertet werden und es muss festgestellt werden, also ist das eine Arbeit, die man hätte damals annehmen dürfen? Mhm. Und zweitens mit diesem Prädikat oder mit dieser qualitativen Einschätzung. Und da ist natürlich also der schlimmste Fall, und das kann ja schon im Verfahren passieren, dass man eine Arbeit nicht annimmt, weil sie eben die Kriterien nicht erfüllt, die man normalerweise an einer Arbeit stellt. Insuffizient, wie das so schön heißt, ist also nicht hinreichend. Nun gibt es aber noch andere Abstufungen. Sie haben schon gesagt, nicht? Also Magna und Summa vermehrt sich in einigen Gegenden explosionsartig. Aber man kann ja also auch mit wesentlich niederen Kriterien sagen, die Arbeit ist also nicht sehr glänzend, nicht? Und da ist also auch teilweise gepfuscht worden. Und also wir lassen sie mal gerade so durchgehen. Eine solche Bewertung muss doch nachträglich möglich sein, ohne dass ich jetzt demjenigen gleich unterstelle, der hat also gezielt getäuscht. Und deswegen muss ich ihm also jetzt den Titel absprechen. Das meinte ich. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, da müssen jetzt muss die wissenschaftliche Community jetzt mal dran arbeiten, wie man also mit solchen Grenzfällen umgeht. Und ich sage noch einmal, es gibt natürlich Fälle, die also ganz offensichtlich, wo also, weiß ich was, die Arbeit gar nicht möglicherweise von dem oder derjenigen selber geschrieben worden ist und es ist kopiert worden, dass das ist also 90% alle Balken sich schieben und dann ist die Sache klar. Ja. Aber es gibt eben diese Grauzone, in der also nicht unbedingt unterstellt werden darf, hier hat jemand täuschen wollen, sondern hier hat jemand einfach nur ungenau gearbeitet. Nicht? Und jetzt geht die Ermessensfrage los. Was machen wir nun mit so einem Fall? Ne? Und dann ist es natürlich nochmal so wieder was anderes, ob sich jemand jetzt zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich weiter betätigt, nicht, oder fröhlich mit diesem Doktortitel in der Landschaft herumspaziert und dann vielleicht, weiß ich was, irgendein Unternehmen leitet und natürlich erfreut ist, wenn er noch einen Doktortitel vor dem Namen hat, etc. Also da muss man wahrscheinlich dann auch nochmal hingucken, was die Folgen einer solchen, sagen wir mal, ersten Falschbewertung einer solchen Arbeit gewesen sind. Letzter Punkt vielleicht noch. Wichtig ist ja, dass alle Doktorarbeiten werden ja veröffentlicht. Das heißt, es sind ja nicht nur die Gutachter, die sie lesen, sondern spätestens, wenn sie veröffentlicht wird, liest das die wissenschaftliche Community. Wenn die ganze Community nichts merkt, ist es natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Normalerweise müsste ja dann, ich nehme jetzt mal so einen Fall, die Arbeit ist auf dem Markt, jeder kann sie lesen, dann müsste ja wenigstens mal irgendein Rezensent den Finger heben und sagen, also die Passage kommt mir aber sehr bekannt vor. Ja. Also dass das jetzt so nach 20 Jahren plötzlich die Plagiatsjäger 30. Oder nach 30 Jahren in Gang kommt, ist auch wieder etwas eigenartig. Das würde ich jetzt nicht weiter verfolgen. Genau, weiß, wo wir dann landen. Das wird jetzt genau dahin laufen, dass die jetzt nach Zitationsindex bewerten, die Hochschulen, und dass man dann sagen würde, die Arbeit war gar nicht so viel wert, weil es keiner gelesen hat. Ja, das käme dann möglicherweise an dieser Stelle auch sehr, sehr viel Arbeit. Dann müsste man natürlich sagen, dann hält sich aber auch der Schaden in Grenzen. Ja. Nee, also da das ist auch wieder auch wahr, ja. Ja, ja. Du musst immer dran denken, es werden hunderte von Doktorarbeiten permanent produziert. Nicht? Wer soll das konsumieren? Und da ist also sicher viel dazwischen, was Durchschnitt ist. Aber Sie wollen in der Wissenschaft letztlich nichts bewegen. Aber da ist eben für mich die Selbstverantwortung der Wissenschaft gefragt. Ja, das möchte ich jetzt nicht irgendwo hingeben, dass man sagt, also
der ist ja sowieso nur in der Industrie, da kommt das nicht so drauf an, da brauchen wir jetzt nicht nachzugucken. Sondern es hängt wirklich davon ab, dass die Wissenschaft selbst für die Qualität gerade steht. Und darüber muss man diskutieren. Ich war, muss auch ehrlich sagen, ich war so großer Idealist, dass ich bisher nicht davon ausgegangen bin, dass man so etwas jetzt nochmal vertiefen muss, yeah. Weil ich davon ausgegangen bin, die Leute arbeiten wirklich sehr gut, die arbeiten viel und die sind zuverlässig. Jetzt merkt man, sie sind in gewisser Weise offensichtlich nicht zuverlässig. Die Frage ist, wie man mit diesen neuen Kriterien für Zuverlässigkeit umgeht. Und ich betone nochmal, das sind Suchmaschinen. Das sind Suchmaschinen, die auch von Menschen programmiert worden sind. Das sind also, die sind auch nicht so objektiv, wie wir das immer darstellen. Das ist aber nur die Grundlage gewesen. Ich wollte gerade sagen, danach wurde nochmal gucken. Die Suchmaschinen sind ja nur der erste Schritt. Dafür. Die können nur Alarm schlagen. Das ist genau. Und dann geht es nicht mehr. Welche Auswirkungen hat es auf den ganzen Gehalt dieser Arbeit? Ich meine, wenn irgendwo in der Einleitung oder in irgendeinem Teil nicht ganz exakt gearbeitet wurde, ich glaube, das wird nicht der Grund sein, warum man dann sagt, da erkennen wir die ganze Arbeit ab. Das hoffe ich. Deshalb sage ich es jetzt einfach, dann muss geregelt sein, dass es nach diesen Suchmaschinen ein Verfahren gibt. Genau. Ich glaube, das ist aber da, das ist aber da. Das muss neu sein. Vielleicht darf ich noch ergänzen, die Hinweise, dass das jetzt geschehen muss, gewinnen ja noch an Gewicht, wenn Sie daran denken, dass die Fachhochschulen mehr und mehr Promotionsrecht beanspruchen, nicht, noch nicht. Sie haben es auch noch nicht, ja. Nein, aber das, es wird kommen, wenn dann zumindest in Kooperationsabsprachen, so wie wir es in Berlin auch kennen, also dass eine Universität zusammen mit einer Fachhochschule zur Promotion führt. Aber das wird kommen. Ich glaube nicht, dass die Politik sich auf die Dauer dem entziehen wird, dass die jetzigen University of Applied nicht ein Promotionsrecht bekommt. Frau Wanker bestimmt nicht. Die kommt von der Fachhochschule. Die wird es durchsetzen. Und insofern wird die Zahl der Promotionen doch deutlich nochmal steigen. Ja. Und insofern sind die Kriteriensuche noch sehr viel dringender. Ja. Ich wollte, weil ich ein bisschen auf die Uhr schaue, wollten sagen, 45 Minuten sind schon drüber. Sie haben einen ganz spannenden Punkt, und der trappst auch immer durch unsere Diskussion. Die jungen Leute, die jetzt an den Schulen sind, was sie über die Werte. Sie haben gesagt, es ist ja auch eine Frage der Werte. Ja? Was passiert da? Wenn Sie da vielleicht an dem Punkt. Also wie kann man jungen Menschen, gerade an der Schule, die ja mal auch in diese Richtung vielleicht sich weiterentwickeln werden, ich leite ein Gymnasium, entsprechende Werte vermitteln, wenn gerade verantwortungsvolle oder führende Politiker keine guten Vorbilder für sie sind. Und deswegen diese Sache mit der Rüge, du böse, böse, nicht gut gemacht, das ist, wenn sie sehen, die werden hart bestraft, dann ist das doch für sie schon mehr eine Anregung, ehrlich zu arbeiten und verantwortungsvoll zu arbeiten, als zu sagen, der ist auch durchgekommen, der hat sich irgendwie durchgeschummelt, dann mache ich das auch so. Und dann wird es irgendwann vielleicht noch verjährt sein, bin ich dann vielleicht fein raus. Ich halte das auch für ganz wichtig. Wie würden Sie denn bewerten? Da geht es doch los. In der Schule geht es doch los mit der Bewertung. Jedes Handeln hat Konsequenzen und die müssen natürlich ganz klar und deutlich aufgezeigt werden. Also das muss im Wissenschaftsprozess ganz genauso sein. Unabhängig von der Person oder von der Bedeutung müssen da ganz klare Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb finde ich das eigentlich in Ordnung, wie die Universität Düsseldorf das gemacht hat, unabhängig eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, das ist so begründbar, wir stehen dahinter und stehen dazu und machen das auch. Und das raten Sie einer Direktorin? Also ich würde Ihnen raten, dass Sie sehr viele der jungen Leute, die im Moment ihre Promotionen schreiben, an ihre Schule einladen. Ich weiß nicht, Sie werden bestimmt auch Abiturienten haben, die jetzt ihre Promotionen schreiben. Dass die charakterisieren, wie sie ihre Arbeit schreiben, wie sie die Arbeiten durchführen, wie viel Anleitung sie haben und nach welchen Kriterien sie selbst sich richten. Ich gebe Ihnen recht, dass der ethische Aspekt sowohl im Studium als auch an den Gymnasien einfach zu wenig betrachtet wird. Aber ich will Ihnen die Kehrseite dieser Reaktion sagen, als das mit Gutenberg war, da war ich im ersten Moment total verblüfft. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass jemand so viel abschreibt. Ich sage es mal so, wie es ist. Und dass man das und dass der Gutachter das nicht bemerkt hat, weil den kannte ich ja auch aus Bayreuth. Kennt ihn?
Ja, ja, mein Sohn hat auch bei ihm okay. Staatsexamen gemacht. Und daher, berühmter Mann. Ja, berühmter Mann. Und da habe ich dann gesagt, naja, also so schlimm wird es nicht sein. Da sind alle Doktoranden an der Uni, in Konstanz hatte ich, ich Beziehung, Braunschweig. Hm. Da sind die jungen Leute auf mich losgegangen. Das geht überhaupt nicht. Wir arbeiten von früh bis spät. Wir halten uns an die ganzen Richtlinien. Und dann gibt es so ein schwarzes Schaf, der uns alle sozusagen in Misskredit bringt. Was schon der Fall war, ja. Ja, ja, das war der Fall. Ja, ja, klar. Und deshalb würde ich einfach sagen, diese jungen Leute, die wirklich mit Enthusiasmus arbeiten, die sollte man fragen. Und die sollten auch in der Diskussion mehr zu Wort kommen. Mhm. Denn die waren empört über diese Vorgänge. Vor allen Dingen viele, die gerade vor dem Abschluss standen und die viel Gehirnschmalz reingesteckt haben. Wenn Sie das mal machen in Bad Frankenhausen. Das ist nicht das Problem. Das Problem sagen Sie einfach mal Bescheid, wir kommen mal dazu. Nee, wir berichten da mal drüber, weil ich glaube, wir haben so eine Schieflage. Ne? Ja, ja. Das ist auch die Frage, wovon berichten Medien? Ja. Doch meistens nur von negativen Dingen. Klar. Seltener von positiven. Und das Angebot steht. Das geht ja auch in die Köpfe der jungen Leute. Ja. Deshalb viele ihrer Idole, nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, im sportlichen Bereich, in der Politik, merken sie, die betrügen. Im Sport, Lance Armstrong oder als Beispiel, die betrügen und die kommen viele, viele Jahre damit durch, die sind erfolgreich. Und das ist das, was immer wieder hochgespielt wird, das, was immer wieder in den Medien steht und was sie eigentlich im Alltag begleitet. Und nicht die positiven Beispiele. Die kennen sie aus ihrem familiären Umfeld oder aus dem schulischen Umfeld. Nicht versuchen aus dem Sie erstmal im Erstsemester, einem vollen Hörsaal, deutlich zu machen, dass es sich hier um Betrug handelt. Die Internetgeneration, die von iPad lebt, ja, hat überhaupt ja keinerlei Empfinden dafür. Nicht, die sagen, die kommen in die Sprechstunde und sagen, das ist doch so prima. Jetzt verteilen Sie mal die jungen Leute. Das kann doch gar nicht sagen. Dass das Betrug sein sollte im strafrechtlichen Sinne, ist überhaupt nicht zu vermitteln. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Doch, das machen wir schon in der Schule. Ja, doch, wenn Sie ja, uns aber eine Arbeit abgeben, dass es alles da nur im Internet gegoogelt, dann ist es ja Betrug. Ja. Also da fangen wir ja schon an. Also ich möchte jetzt einfach sagen, dass ich noch mal eine Lanze für die junge Generation breche. Sie haben recht, dass es manche, auch in der jungen Generation, manche schwarze Schafe gibt. Ich muss noch mal betonen, dass die jungen Leute selbst sehr intensiv, sehr akkurat arbeiten und sich selbst auch der Grenzen des Internets bewusst sind. Denn sie merken es ja immer mehr, dass das Internet neue Dimensionen eröffnet, dass sie aber diese neuen Dimensionen auch bewerten müssen. Und ich kann nur sagen, ich habe zwei Töchter, die jetzt promoviert haben, daher weiß ich das so genau. Das ist ein Lern- und Erziehungsprozess. Wie bitte? Also wenn Sie das schon in der Schule mitbekommen, dass Sie, wenn Sie einfach was googeln und dann in Ihre Ausarbeitung einfügen, ohne Zitat oder dergleichen, wenn Sie da schon lernen, das ist nicht richtig, was er da macht. Genau so. Deswegen denke ich, das ist ganz wichtig, dass man hier eine erzieherische Funktion schon ausübt und dass Sie erfahren, aha, so damit komme ich nicht durch. Und das auch dann in der wissenschaftlichen Arbeit weitermacht, dass Google eben nicht die Quelle ist, richtig? Das ist die neue Dimension, die wir als Wissenschaftler, auf die wir hinweisen müssen, dass man wieder die Originalliteratur. Du musst den Journalismus auch lernen. Ja. Darf ich noch einen Aspekt an? Also mir scheint ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, dass man wirklich die gut arbeiten, schützen muss vor diesen schwarzen Schafen. Weil das ist ja deprimierend, die werden sich ja nicht gegenseitig anschwärzen, wenn die erleben, der kommt mit dieser Technik durch. Mhm. Also da haben wir auch eine gewisse Schutzfunktion für die Leute, die fleißig sind. Und in der Universität Erfurt ist das ganz klipp und klar. Wem ein Täuschungsversuch nachgewiesen wird, da wird die Leistung mit 5 bewertet und darf nicht wiederholt werden. Also nicht hier nach der Devise Freischuss, ich probiere es mal und dann mache ich eben die Arbeit nochmal. Das heißt, die ganze Lehrveranstaltung ist gekippt. Das kann für manche schon das Aus bedeuten, wenn die, sagen wir mal, nach 2 Jahren erst wiederkommt. Ansonsten, er muss also die ganze Veranstaltung wiederholen mit Prüfungsleistung hinten dran. Wenn er das zweites Mal macht, Exmatrikulation, das steht in der Rahmenordnung, das weiß jeder. Also, vor der man muss es auch entsprechend sanktionieren, dass die Leute nicht denken,
naja, ich kann es ja mal probieren und dann komme ich vielleicht durch. Und wenn ich erwischt werde, ich kann ja nochmal eine Nachprüfung machen. Das ist dann nicht möglich. Genau, und deswegen ist dann auch die und wir machen das Rolle Gleiche. Der Betreuer, der Gutachter, ganz wichtig, wenn und die das immer mal zeigen. Wir achten drauf, wir kontrollieren das. Das wird, die bekommen ja eine Einführungsveranstaltung, wissenschaftliches Arbeiten, da wird ihnen das eingetrichtert. Ich könnte Ihnen aber wirklich erschreckende Beispiele nennen, dass bei diesen Übungen Leute betrügen, also selbst da noch nicht kapiert haben, worum es eigentlich geht. Also es erstaunliche Dinge passieren. Es sind also wirklich immer wieder rabenschwarze Schafe dazwischen, die man dann rauspicken muss. Und das wird also immer wieder eingeschärft. Und ich habe den Eindruck, dass das an den Gymnasien eben leider nicht immer generell so beigebracht wird, dass das grundsätzlich verboten ist, unzitiertes einfach mit Copy-Paste in den Text reinzuschicken. Jetzt müssen Sie sich wehren nochmal. Nein, Sie müssen sich gar nicht wehren, weil wir den Eindruck haben, der größte Teil der Gymnasien macht das schon. Okay. Das sind also immer Ausnahmen und dann ist wirklich das Problem, man kann machen, was man will, also manche lernen es nie. Ja, gibt es denn da Zusammenarbeit? Gibt es denn, also das war jetzt auch so eine Frage, die ich Ihnen mitgegeben hatte, gibt es denn da überhaupt Kontakte, Zusammenarbeit? Das ist immer die Schlussfrage, sehr genau. Verbindungen zwischen Universitäten, zwischen Hochschulen und Gymnasien, was das propädeutische Arbeiten betrifft, was das vorwissenschaftliche Arbeiten betrifft, das Heranführen an das wissenschaftliche Arbeiten, ist das überhaupt ein Blickpunkt der Hochschulen? Ja. Also die Zusammenarbeit von Hochschulen und Gymnasien wird in Thüringen sehr intensiv vorangetrieben. Mhm. Und es gibt verschiedene Kooperationsverträge auch zwischen Hochschulen und Gymnasien. Und damit werden sie automatisch an die wissenschaftliche Arbeit mit herangeführt. Mhm. Ich weiß nicht, welche die Universität Erfurt hat. Also ich weiß, dass wir aber seit, als ich noch Wissenschaftsministerin war, dass wir darauf gedrungen haben, dass solche Kooperationsverträge entstehen. Ja. Das ist natürlich schön. Wir betreuen ja teilweise diese Abschlussarbeiten. Hausen, hat Ilmenau Erfurt Weimar, die haben da natürlich bessere Ausgangsbedingungen. Vielleicht. Ja. Aber das muss man trotzdem mit Bad Frankenhausen, kann mit der Fachhochschule in Nordhausen das machen. Haben wir. Also das geht ohne weiteres. Mhm. Also wir haben flächendeckend die Hochschulen, geschrieben werden, sind ja so die mit Gymnasien zusammenarbeiten. Okay. Und werden ja auch von Universitäten mit betreuen. Ja, also in der Beziehung lernen die das schon. Und vieles geht heute über Internet, also da muss die Uni nicht vor Ort sein. Ich glaube, also wenn sich ein Gymnasium jetzt zum Beispiel an unsere Fakultät wenden würde und sagen, wir würden hier eine Abschlussarbeit zu dem Thema machen, kann da jemand mal mit drauf gucken. Wieso? Da sind wir auf jeden Fall bei. Okay, dann danke ich Ihnen.